Hallihallo meine Lieben und willkommen bei Ediths kreativen Chaos. Nur keine Panik, wenn ihr jetzt diesen Schnipselhaufen vor mir auf den Tisch seht. Ihr werdet gleich verstehen, was wir heute machen. Ich habe das Ganze nämlich gesehen auf YouTube, wo sonst. Und eigentlich ist das so eine Labyrinth Klappkarte, die man dann so, sie ist halt noch nicht zusammengebickt, jetzt ist das natürlich ein bisschen schwieriger, eben zu einem kleinen Büchlein zusammenklappen kann. Und dann hat man hier so ein süßes kleines Ding. Und ich habe mir gedacht, ja, Karten schön und gut, ein bisschen Fahrt, wir könnten ja ein kleines Journal daraus machen. Ja, und zwar möchte ich das Ganze schon ein bisschen winterlich gestalten, weil das Wetter wird schon langsam ein bisschen grauslich draußen. Die Tage werden kürzer, man heizt schon ganz gerne ein und jetzt habe ich halt hier eher so Papiere, die ein bisschen winterlich anmuten oder die halt irgendwie so das Gefühl von Wärme und Wohlbehagen irgendwie ausdrücken und darum möchte ich das eben so machen. Ich habe mir zu diesem Zwecke auch ein bisschen eben was ausgedruckt. Das sind auch so winterliche Sachen. Das habe ich auf Pinterest gefunden. Und so ein bisschen herbstlich mit so Tieren oben. Also total niedliche Sachen. Und ich habe mir auch schon bereitgelegt ein paar alte Buchseiten, falls ich die brauche. Und mein Ziel ist, dass ich möchte auf jeder Seite einen Platz zum Schreiben haben, sei es einen kleinen Tag irgendwo hineinstecken oder irgendwas noch zum Ausklappen oder so, aber halt mit dem Ding, dass man nicht zu dick wird. Wenn ihr das in dieser Größe gerne nachmachen wollt, dann habt ihr hier die Maße. Also dieses kleine hier ist 6 cm lang und 3 cm breit. Dann haben wir hier 8 cm mal 4 cm. Hier haben wir 5 cm mal 10 cm. Dann ein Plättchen mit 6 x 12 cm, eines mit 7 x 14 cm, das zweitgrößte ist 16 x 8 cm und quasi das Cover oder das erste ist 18 x 9 cm. Wenn ihr das gerne ein bisschen größer machen wollt, dann könnt ihr die Maße ja dementsprechend umändern. Ihr seht eh, auf der einen Seite geht es quasi immer um 1 cm kleiner und hier geht es immer um 2 cm kleiner. Dann könnt ihr das natürlich auch zu einem größeren Journal machen. So, was ich jetzt hier machen werde als allererstes, ich werde bis auf das hier alle Blätter mal distressen mit Vintage-Foto, weil die schauen mir da ein bisschen zu neu eben noch aus. Und dann werden wir uns Reihe um Reihe um die Gestaltung und um die Verzierung des Covers und der verschiedenen Blätter kümmern. Ja, nachdem ich die ganzen Papiere hier distressed habe, möchte ich auch noch die Ecken abrunden, weil ja, ich finde irgendwie abgerundete Ecken schauen halt immer gemütlicher aus oder weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Auf alle Fälle finde ich, sie sind ein bisschen
ansprechender, als wenn man das ganz nur so macht. Das hier ist ein Stück so ein Transparentpapier. Wenn ihr sowas stanzen wollt, ist es immer ganz gut, wenn ihr euch ein anderes, etwas festeres Papier drunter legt, dann könnt ihr da auch die Ecken abrunden. Und dann geht das auch einigermaßen gut zu stanzen. Ich nehme da jetzt gleich zwei miteinander, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Ich entschuldige mich gleich, wenn ich mich des Öfteren hier räuspern muss. Aber wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, mich hat schon wieder eine Verkühlung erwischt einmal. Es ist momentan irgendwie alles rundherum hustet, schnupft und rotzt und irgendwie kommt man dem Ganzen nicht aus. Okay, und jetzt würde ich sagen, wir kleben das Ganze jetzt mal zusammen, weil dann können wir natürlich schon besser sehen, wie wir das Ganze dekorieren können. Und zwar wird das Ganze jetzt so zusammengeklebt, dass wenn ihr die Sachen hier aufklappt, dass das quasi immer so im Kreis geht und kleiner wird. Also wie so eine Schnecke irgendwie. Ihr könnt das Ganze auch natürlich in die Richtung laufen lassen. Das ist jetzt dann eigentlich euch überlassen, wie ihr das gerne machen möchtet. Wichtig ist halt, dass es so im Kreis geht. Ja, es ist vielleicht eh besser, wenn man es so in diese Richtung laufen lässt, weil dann hat man das wirklich quasi als Cover. Das heißt, ich klebe mir das mal hier auf dieser Seite hier fest. Ich mache das gleich mit so einem Kleberoller. Für so ein kleines Projekt vollkommen ausreichend. Und dann klebe ich mir das eben so schön mittig auf, dass das hier jetzt nach unten aufklappt. Ja? Also schön, dass wir da ungefähr einen halben Millimeter überall rundherum haben. Ein bisschen schief habe ich es aufgepickt. Und das lässt sich nach unten aufklappen. So, dann nehme ich mir das nächstgrößere. Das kommt dann da hinauf und das lässt sich dann seitlich aufklappen. Auch wieder schauen, dass ich das hier schön mittig auflege und es wird seitlich aufgeklappt. Ja, so mache ich jetzt weiter. Das nächste wird dann hier aufgeklebt und klappt dann wieder nach oben. Dann bin ich quasi schon fast einmal im Kreis. Das nächste klappt also nach oben. Wieder schauen, dass ich es schön mittig auflege, haben wir das nächste, das wieder zur Seite aufklappt. Mittig auflegen. Immer aufpassen, dass ihr da nicht über den Knick drüber kommt. So. Und dann geht es auch schon weiter. Das nächste klappt dann wieder nach unten. Wenn ihr irgendein Motiv habt, was gerade sein muss, dann müsst ihr halt schauen, wie ihr das Motiv gerne haben möchtet, dass das gerade ist für euch. So, das klappt dann nach unten aus und dann haben wir das letzte, das dann so hinüber ausklappt. Also diese finde ich ja besonders herzig und ich möchte aber gerne die Sachen da so ein bisschen
miteinander kombinieren, weil ihr seht, weiß nicht, ob das in der Kamera schon rüberkommt, das sind relativ kalte Fotos oder kalte Papiere. Und ich möchte das kombinieren miteinander mit irgendwie so ein bisschen einem wärmeren Ton noch dazu, damit das Ganze halt eben ein bisschen eine Gemütlichkeit kriegt. Und was vielleicht auch nicht ganz schlecht ist, wenn man dann so ein bisschen Buchseiten darunter gibt, weil dann schaut das Ganze auch noch mal ein bisschen gemütlicher aus. Ich nehme mir hier jetzt einfach eine Buchseite und werde jetzt mit einem nassen Kleber, entweder mit einem Uhu, mit einem Tackiglue oder weiß ich nicht mit was, was ihr halt gerade bei der Hand habt, was halt ein flüssiger Kleber ist, hier einmal rundherum gehen und zwar so ein bisschen so in Schlangenlinien ungleichmäßig über den Rand. Ich werde euch dann gleich zeigen, wieso. Ich möchte schon, dass hier noch so ein bisschen was von dem Braun dann herausschaut. Das machen wir so. Da klebe ich mir jetzt dann relativ mittig meine Buchseite hinauf. Und lasse das Ganze mal ein bisschen antrocknen, dass diese Buchseite gut hält. Das Ganze jetzt einigermaßen gut angetrocknet ist, beginne ich das hier mal runterzureißen. Und ihr seht schon, dort wo ich mit dem Kleber gegangen bin, wo es schon gut angetrocknet ist, reißt mir das jetzt eben so herunter, wie ich da quasi die Klebespur habe. So. Ein bisschen was drüber gegangen, macht nichts. Und jetzt habe ich das immer schon so festgeklebt und habe das hier gleich als mein Cover. Und das stört mich jetzt auch da gar nicht, wenn diese Buchseite hier quasi jetzt auseinanderbricht, da. Weil dadurch hat es halt dann einfach mehr Elastizität. So, gut, dann schauen wir mal, was wir auf das Cover geben. Ich hätte jetzt gesagt, ich möchte da dieses Gläschen hier nehmen. Dann hätte ich gern noch ein bisschen was von den wärmeren Tönen dazu. Und vielleicht noch das Haselnicht, aber sowas in der Richtung. Ihr seht da jetzt gar nichts, gell? Ein bisschen reinzoomen. Ups. Ja, da werde ich noch die Kanten distressen überall und dann kleben wir das so fest. Und auch mit diesen Distressen rundherum kriegt das ganze Bild ein bisschen einen wärmeren Charakter. Weil das Vintage-Foto ist ja eher eine warm gelagerte Farbe. Und so schaut das Ganze nicht so kalt aus. Ich möchte ja wirklich, dass das Ganze schön warm und gemütlich irgendwie ausschaut. Ja, dann würde ich sagen, ist es das auch schon fürs Cover. Vielleicht bringe ich hier dann irgendwo noch so eine Schrift an mit Wintertime oder Cozy oder so irgendwas. Ja, da schaue ich gleich einmal. Irgend so was in der Richtung habe ich in meinem Fundus. Moment. Auseinanderschneiden. Wo ist jetzt meine Schere?
Unter ist hier. Na bitte, perfekt. Wie als wäre es dafür gemacht. Da habe ich auch noch so kleine Pickel gefunden. Aha, da hat sich ein Lavendel eingeschlichen. So. Und schon haben wir, würde ich sagen, unser Cover mal fertig. Also ich finde, das ist ja wirklich herzallerliebst, wie die zwei da reingucken. So. Jetzt haben wir hier mal natürlich die Innenseite, die mega fad ist auch. Also ich würde sagen, da wandert jetzt gleich mal auch eine Buchseite hinauf. Einfach mal schön mittig aufkleben. Wieder trocknen lassen, einigermaßen, und dann rundherum das herunterreißen. Wenn das trocknet, werden wir uns jetzt aber in der Zwischenzeit, glaube ich, so kleine Mimi-Tags oder sowas machen, weil ich glaube, wir werden da ein paar davon brauchen. Finde, dass sich dieses Ding hier jetzt wunderbar für einen Tuckspot oder so anbietet. Schauen wir mal. Entweder die Eule oder dieses, warte, ich werde euch wieder ein bisschen hineinzoomen. Oder das Eichkatzen. Oder die Igel. Die sind so herzig, diese Bilder. Oder eine Haselmaus hätten wir auch noch im Angebot. Ich glaube, ich werde die Eule nehmen. So, und die klebe ich jetzt auch nur so hier an, dass ich das halt eben als Tagsport nutzen kann. Und die kommt dann da ins Eck. Dann schauen wir mal da vielleicht. So, da hätte ich jetzt noch gern ein Bändchen. Da hätte ich aber jetzt auch noch ganz gern irgendwas drauf. Da tun wir einen Tannenzapfen, einen Bockel immer da drauf. So, dann können wir schon da nach hinten wandern. So, das klappt jetzt nach unten. Jetzt haben wir hier eine Seite. Und die nächste Seite dann da. Ja, da würde sich auch anbieten, vielleicht so eine kleine Tasche, eine Pocket. Ja, das werden wir da ein bisschen zurechtstutzen einfach. Die Äste müssen ja da nicht so lang sein. Und das klebe ich hier unten nur fest. Ja, auf diesen zwei kleinen Tags werde ich jetzt hier eine Zimtstange. Da noch ein Teelichterl hier. Ich finde, das ist immer auch ganz witzig, wenn man so kleine Sachen dekoriert.
weil das ist dann so richtig niedlich irgendwie. So. Gut. Und jetzt haben wir hier wieder eine Möglichkeit und da würde ich jetzt gern ein Bellyband machen. Naja, oh ja, da habe ich noch ein Stückchen von dem einen Papier. Das ist ein Baum drauf. Aber jetzt. Na schau. Haha. Haha. Gut. Hier habe ich jetzt einfach ein paar Buchseiten. Schauen wir mal, da tut es vielleicht ein Pickel. Das glitzert alles so, aber das auch gar da geht. So. Okay. Was machen wir hier? Was haben wir denn noch? Haben wir noch Schlittschuhe. Die werde ich jetzt einfach ein Loch hinein machen, mit einem Band zusammenpicken, zusammenhängen und das darauf picken. Einfach so zur Deko. Schauen wir mal. Einmal. Zweimal. Stressen, damit das Ganze wieder raus. Sollte ich dann später auf dieser Seite beispielsweise was schreiben wollen, dann kann ich ja ganz einfach ein bisschen ein weißes Gesso darüber geben und kann da auch drauf schreiben. Da nehme ich jetzt einfach einen Streifen von irgendeinem Buch, was wir vorher da gerade zermartert haben. Dann kommt da ein Stück Klebestreifen drauf. So. Und schon hängen meine Schlittschüchen. Tschüss. Thank you.
Ja, hier habe ich ein kleines Bellyband gemacht. Da kommt jetzt noch ein bisschen Deko drauf, einfach so. Nichts Aufregendes, das hat keine Funktion. Und für dieses ganz kleinste Stück mache ich jetzt noch zwei Mini-Mini-Taschen aus einer Buchseite, aus einem Stückchen, was quasi so ein Rest war. Und da stecke ich jetzt ebenso kleine Mini-Mini-Stücke hinein, Ephemera zum Dekorieren. Dann lasst uns mal schauen, meine Lieben. Ich habe jetzt da, weil das doch ein bisschen jetzt auseinander geht, dieses kleine Teilchen, noch so einen versteckten Paperclip, so eine versteckte Büroklammer hier eingebaut, quasi als meine Schließe, die ich dann halt hinauf und hinunter geben kann, dass mir das zu bleibt, dass mir das nicht so aufspringt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal hinein. Also das ist unser Cover. Hinterseite habe ich jetzt so gelassen. Da kann man auch noch irgendwas drauf tun oder noch stempeln oder was einem gerade einfällt. Und hier halt unser kleines süßes Labyrinth-Journal. Hier haben wir den Tag zum Einstecken, den Tagspot. Hier haben wir auch so eine kleine Tasche mit zwei Tags drinnen. Da haben wir das Bellyband gemacht mit einer kleinen Journalkarte. Hier habe ich diesen wirklich winzigen Tag mit noch was zum Ausklappen. Bei dieser süßen kleinen Maus hier. Da haben wir als Deko unsere Schlittschuhe hängen. Hier gibt es einen seitlichen Tagspot, wo einfach eine kleine Journaling-Möglichkeit drinnen steckt. Da können wir das nach oben klappen, haben hier die Möglichkeit, etwas zu schreiben. Oder wenn wir das aufklappen, dann haben wir noch mal hier so ein Fold-out, wo ich hier auch was aufschreiben kann. Da haben wir unser Mini-Bellyband mit diesem winzigen Tag hier zum Hineingeben. Also der ist wirklich schon sehr winzig, dieser Tag. Wenn ihr im Vergleich meine Finger da daneben anschaut. Und da einfach nur ein bisschen Deko. Und hier haben wir dann noch einmal diese kleinen Minitaschen, wo dann jeweils noch etwas drinnen steckt, womit wir dekorieren können. So kann man auch aus einem sehr einfachen Projekt irgendwie was ganz Besonderes machen. Das kann man zum Beispiel verwenden, wenn man sich für die Weihnachtsfeiertage gerne was aufschreiben möchte, wenn die Familie da ist, ein paar kurze Notizen, weil für mehr hat man dann eh nicht Zeit, wenn man mit Kochen beschäftigt ist. Also zumindest ist es bei uns immer so. Das ist halt auch so ein kleines Zwischendurchprojekt, wo man sich ein bisschen austoben kann. Natürlich muss man das jetzt nicht für Weihnachten oder für Winter oder für irgendeinen besonderen Anlass gestalten. Ich kann das ja auch zu irgendeinem anderen Thema machen, das mir gerade einfällt, wo ich halt gerade irgendwo Motive habe, die mir dazu passen. Wie gesagt, diese Projekte eignen sich immer wahnsinnig gut für Resteverwertung. Oder sowas eignet sich vielleicht auch ganz gut für eine Grußkarte oder für eine Geburtstagskarte oder wenn man jemand einen bisschen einen Brief schreiben möchte oder so, dann muss man es ja nicht so viel dekorieren, aber man kann das auch eben ein bisschen junk-journaliger gestalten. Und ich finde, sowas selber gemacht, das ist dann immer wirklich eine sehr nette Geschichte. Und für denjenigen, der das aufmacht, sicher ein großer Spaß, da alles zu entdecken, was man da so hineingebastelt hat. In diesem Sinne, meine Lieben, fühlt euch inspiriert. Vielleicht wollt ihr euch ja auch sowas machen. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte gerne in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen gerne.
Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr wissen wollt, mit was für Ideen ich noch so um die Ecke komme, dann lasst mir gerne ein Abo da, haut euch die Glocke rein, damit ihr kein Video verpasst. Und ich würde sagen, fühlt euch inspiriert, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Ediths kreativem Chaos. Ciao, ciao, meine Lieben.